Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei TV Oberfranken. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen: Wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Ich persönlich würde das für richtig halten, dass Unternehmen, die Aufträge vom Staat entgegennehmen, auch einen Tariflohn zahlen. Es wäre dafür nicht erforderlich, dass die betreffenden Unternehmen auch Tarifpartner sind, sondern es würde voll ausreichen, wenn sie sich praktisch vertraglich verpflichten würden, im Rahmen des Auftrags den Tariflohn auch zu zahlen. Wir fordern ja das seit langem. Wir haben ja jetzt auf Bundesebene sowohl im Koalitionsvertrag wie auch jetzt bei diesen Vorbereitungen der Gesetze auch genau das gefordert, dass die Menschen ordentlich bezahlt werden. Denn sie müssen von dem, was sie an Lohn bekommen, auch wirklich gut leben können. Und ich finde, es ist auch unwürdig, wenn irgendjemand aufstocken muss, obwohl er den ganzen Tag arbeitet. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort: mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Wir merken, dass also auch die Wahlbeteiligung immer mehr zurückgeht und dass sich vor allem jüngere Menschen immer weniger auch für Politik interessieren. Wenn sie hier direkt mitbestimmen können, wenn sie direkt hier Entscheidungen treffen können, dann glaube ich, wird das auch dazu beitragen, dass das Interesse an Politik zunimmt. Man muss sich das, wenn man also hier diese direkte Demokratie ausbauen will, im Detail wirklich ganz genau überlegen und meines Erachtens auch länger überlegen und abwägen, welcher Schritt vielleicht der nächste mögliche sein könnte, um mehr Bürger einzubeziehen. Weil die einfachen Antworten auf schwierige Fragen, die gibt es nicht. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum, hier bei TV Oberfranken.